Ey, wie viele Schläge brauche ich denn? Der Panda. Auch guter Name. Knubbel von mir heißt nämlich so. Geil, ich habe ihm was gebrochen. Ich sehe da einen Leuchtturm. Geil! Ja, ja. Geile Scheiße. Leuchtturm. Das hört sich gut an. Mein Puls. Ey, wisst ihr, wie hoch mein Puls gerade ist? Ich stehe kurz vorm Herzstillstand. Genau, so auf so einem auf so einem Berg mit ganz vielen Steinen drumherum. Genau. Oh, gut. Ich hab grad einen Typen mit einer Knarre erledigt. Mit einer Axt. Ich will einen Beifall. Wo kommt der denn her? Hey, Seto, hey. Wenn mich jetzt der Zombie erledigt, dann bin ich schlecht. Ja, ey, was hatte der für eine Knarre? Der war eine Schrot oder so. Und der hat, glaube ich, 3 Magazine an mich verballert und hat mich einmal getroffen. Gehst du hoch zum Dings? Alter, zum ich fühle mich gerade godlike. Ich lauf gerade Richtung Leuchtturm. Gut. Kommst du dann da hoch? Weil dann können wir uns darum treffen. Jo. Gut. Ich muss hier noch ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht nirgendwo schwimmen lerne. Mit meinem Glück. Dann nehme ich ganz zusammen und geh weg. Warum treffe ich den Zombie nicht? Siehst du da oben irgendwen auf dem Leuchtturm hocken oder? Warte. Bei mir ist nämlich zum Glück keiner und ich werde hier den Skype zusetzen. Hätte sich auch beschäftigt machen sollen. Alter! Ja. Ey, mein Puls. Wollt ihr jetzt eigentlich, wenn's blub macht oder so? Wenn's blub macht. Alter, ich hab grad einen Typen erledigt! Mein Puls ist gerade so derbst hoch einfach. Ja, Seto, du bist ultras high, Bro. Ey, nee, echt, ich hab schon 2 Zombies getötet. Ja. Zählt das nicht auch viel? Ne, Ramming, Emming. Ah, Mist. Ja, Moment. Oh, Alter, Vater. Vielleicht bin ich beim Leuchtturm. Bist du noch weit entfernt, Reinhold? Oder? Nee, nicht so weit. Ich bin jetzt schon beim Anfang des Berges gleich angekommen. Scheiße, warum hat der nur Müll bei? Der hat nicht ordentlich bei. Außer die Waffe, die. What the fuck? Der hat noch richtig gute Magazine dafür, ist ja geil. Ja, geil. Ist nur zum Schluss leider. Okay, die Waffe. Ich weiß gar nicht, wie mache ich einen Flashlight an. Alter, echt, ich habe gerade total den hohen Puls gekriegt. Aber du hast es geschafft. Also. Ey, was war denn das für ein Noob? Der hat mich nicht einmal getroffen. Der hat 3 Magazine auf mich verballert. Glaube ich. Oh. Kann man einen Berg wieder runterfallen, wenn man hochläuft? Keine Ahnung. Alter, ich habe morgen Schule. Nicht. Ich muss heute noch einschlafen. Glaub mal nicht, dass du heute noch mal einschlafen wirst. Also ich bin jetzt beim Leuchtturm, ne? Ja gut. Bleib dort. Ja. Wenn du irgendjemand so halt schleichen siehst, das bin ich. Ah. Mhm. Oh. Fuck, jetzt ist mir meine Brille runtergeflogen. Oh. Ich sehe nichts. Ich sehe ein Schaf. Und Ziege. Und ein Zelt oder was es darstellen soll. Ne, glaube ich ein Boot oder so. Auf jeden Fall sehe ich gar keinen. Oder bist du schon beim Berg? Ja. Ne, noch nicht. Okay. Dauert noch ein bisschen. Ist oben auf dem Leuchtturm eigentlich immer irgendwas? Nee, ne? Ich stelle mich mal hin, vielleicht siehst du mich ja. Auf dem Leuchtturm, ich glaube da ist immer nichts. Also bis jetzt hatte ich noch nichts, deswegen. Lohnt es sich jetzt aufzustehen, um ein bisschen zu laufen? Habt ihr euch jetzt eigentlich gefunden? Ich war ja gerade ein bisschen... Weiß nicht, noch nicht. Renn doch einfach hoch. Falls habe ich eine Waffe. Ich glaube, so weit hören die uns dann nicht. Hier liegt ja gar nichts. Ja, ich sehe den Leuchtturm. Aber ich dich noch nicht. Wenn du oben wen sehen solltest, da von deiner Richtung aus, dann nicht wundern. Müsste ich sein. Das ist ein Haus. Das sind 2 Häuser. Ne, 3. Oder? Ja, ja. Ein rotes, 2 grüne. Genau. Ich sehe dich. Bist du auf der Straße? Nee. Dann ist das ein Zombie. Ich laufe gerade dem Wasser entlang. Schau mal hier, das sieht aus wie... Ja, ich sehe dich. Das kann kein Zombie sein, du läufst dafür zu gut. Petrol Pack, habe ich auch ein Petrol Pack? Ja, ich sehe deinen Namen sogar schon. Du bist 570 Meter von mir entfernt.
Aha, du bist ein unbekannter Cybex. Okay. Okay, aber so hammergeile Sachen waren jetzt hier nun auch nicht drin. Ich komme mal ein bisschen zu dir runter, ne? Dann gehen wir mal in die Häuser, gucken wir mal in die Häuser danach rein. Also habt ihr euch jetzt, ja? Ja, ja, also ich runterrennen. Gut so. Dann treffen wir uns am Strand, oder? Laufen uns entgegen. Jo. Boah, ich muss aufpassen. Ich darf hier nicht runterfallen. Sonst war's das ja gleich mit mir. Mit dem schönen Fallschaden hier. Ich und Mike finden uns immer, aber Seto finden wir nie. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaub auch. Wo bist denn du gerade, Seto? Ballotta. Ich lauf von dem gleich mal nach Tscherno und hol ihn nicht ab. Aber. Dauert ja, ich würde mal gerne wissen, wo genau ihr seid. Da ist irgendwie ein Leuchtturm. Aus einer Halbinsel. Oder wie man das nennt. Ich weiß nicht, ob du die Karte gerade hast, deswegen. Da hinten läuft er. Ich sehe dich. Du bist keine 100 Meter mehr von mir entfernt. Way, gefunden! Endlich! Willst du eine Axt oder? Ja, aber nicht schlecht. Gut, ich muss nur kurz gucken. Jetzt hab ich euch wieder gefunden, ey. So, remove from tool patch. Hä? Wie? Achso, in meinem Inventar habe ich nicht genug. Warte mal, kann ich das nicht in den Rucksack packen oder so? Ups, ist einer falsch. Gut, dann Richtung Tscherno locken. Walken, ja, nicht locken. So, irgendwie habe ich nicht genug Platz in meinem Inventar. Was? Liegt die Waffe da unten auf dem Boden? Ah ne, habe ich gerade angelegt, so. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt hier ein schönes Assault Pack gefunden. Immerhin war es. Das ist wieder das, mit dem ich, also dass ich schon mal liegt hatte. Die auf dem Boden, die Axt? Bist du eigentlich, oder? Nö, ich sehe sie nicht. Vielleicht noch. Warum ist mein Sound jetzt so plötzlich so laut geworden? Also ich hab's auf den Boden geschmissen, auf jeden Fall. Ich hab's nicht mehr im Inventar. Naja. Auch gut. Schön. Also unsere Axt ist weg. Könnt ihr mir mal sagen, okay, wo genau ihr jetzt seid? Also wo bei Tscherno? Seid ihr schon in Tscherno? Nee. Nee. Seid ihr selber erstmal am Axtsuche von uns? Seid ihr eher Richtung Ballotta oder eher Richtung die andere Richtung? Beschreibt mir mal, wo ihr seid. Weil ich bin nicht mal weit weg von Tscherno. Ja. So weit weg. Sag du ihm das mal, das ist glaube ich ein bisschen einfacher. Wir sind jetzt am Tscherno, Ende Tscherno. Da siehst du dann so einen kleinen Leuchtturm auf dem Hügel stehen. Ende Tscherno? Gott. Ich trau mich jetzt nicht Leertaste zu drücken, dass ich die anschieße. Also, Dings. Maustaste. Obwohl jetzt Open per 12-Pack steht. Ich trau mich nicht. Ach, das geht. Ich hab den per 12-Pack offen, was es auch immer bringt. Oh, wenn ich jetzt sterbe hier. Schau mal nach, hast du irgendwas im Inventar jetzt oder so? Irgendwie so Fleisch? Nee. Dein Pack, Back oder wie das ist? Ja, hab ich. Kann ich die Waffe reinpacken? Hast du sie? Ne, hier neben dir liegt sie. Neben dir. Ja. Nimm sie dir, dann kriegst du sie. Boah, ist das ein Scheiß, wie ich hier, ey. Ich hatte gerade hier die Axt gesehen gehabt. Krass. Nimm erstmal die Waffe, ist egal. Dann hast du die Waffe eben. Ist auch nicht schlimm. Dann pack ich die Munition noch kurz rein. Müsst, glaube ich, haben die Munition im. Oh. Ich hab sie nicht mehr. Müsst im Rucksack haben oder so. Wer stöhnt denn hier so? Seit wann stöhnen die Zombies? Also hier stand halt eben Dings. Seto, wir haben ein kleines Problem, wir haben die Axt verloren. Ah, das ist nicht schlimm, ich meine, ich habe auch noch eine Axt. Ich habe sie eben gesehen, ich stand hier irgendwie Bob Hatchet, Gear oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Stein drin. Kann man sich vielleicht reinlegen? Mal reinschauen. Wieso bin ich jetzt aufgestanden? Mensch, ich will jetzt nicht sterben. Könnt ihr mir mal irgendwie entgegenkommen? Ich brauche Essen und Trinken. Also was heißt das? Also ich brauche. Na
Dann kommen die mal kurz noch ins Haus und dann gehen wir ihnen entgegen. Ja, Moment. Also Richtung Balotta, ja? Oh fuck, ich darf nicht. Denk mal. Hey, das ist jetzt voll blöd, dass da weg, dass die Axt weg ist. Ah, ich hab da auch noch eine. Weil du hast eine Waffe, ist doch egal. Ich brauche eh keine. Erstmal. Ich kann damit eh nicht zielen. Mit Waffen. Ich kümmere mich dann lieber um mein Inventar, so dass ich dann alles mitnehme. Also ich laufe jetzt Richtung Tscherno weiter, ne? Ja, ist gut. Wir kommen dir gleich entgegen. Wir sind gleich unterwegs. Ich weiß. Noch hält mein Trinken ein bisschen, aber... Wie viel Trinken habt ihr jetzt insgesamt? Zwei. Zwei Stück. Da läuft ein Zombie. Also müsst ihr jetzt quasi durch Tscherno durch? Jo. Ja. Oh oh. Wir sind hinter Tscherno, deswegen. Ich weiß nicht, ob gerade auf mich geschossen wird. Was schießt denn hier? Oder wollen wir lieber nach Tscherno laufen? Ja, was komm, schießt hier? Ich weiß aber nicht, ob auf mich. Scheiß mal auf die Dinger. Wir suchen jetzt mal Seto. Also wenn ihr aber durch Tscherno müsst, ist ja auch ein bisschen kacke. Dann treffen wir uns in Tscherno. Hm. Außenrum sind keine Zombies bei mir eben gewesen. Vielleicht haben wir das Glück nochmal. Wenn wir unten am Steg rumlaufen. Da hat mich nämlich keiner gesehen, deswegen. Und irgendwie sind Leute mit Waffen schneller als ich. Also wenn ihr in Tscherno seid, dann nutzt das aus. Dann seid aber nicht unvorsichtig oder sowas. Dann könnt ihr ruhig zum Supermarkt und zum Hospital mal gehen. Dann könnt ihr da mal ein bisschen gucken nach medizinischen Sachen und nach Essen und Trinken. Geht's weiter? Gut. Jo. Also ich habe jetzt eine Remington 870 mit Flashlight. Das ist eine scheiß Waffe irgendwie. Also ich meine, die macht aber zwar... Aber eine Waffe? Die macht zwar One-Hit-Kill, wenn man gut anvisiert. Und wenn man nicht so weit wegsteht vom Gegner. Aber das Visier ist kacke. Scheiß auf das Visier. Brauchst nicht hochlaufen, wir können ja einfach geradeaus rumlaufen. Ja, ich will ja auch. Ich hab nur gerade hochgeguckt. So. Also auf jeden Fall im Leuchtturm ist nichts drin. Und nicht oben drauf. Hätte erst sein können, aber. Ich schau da gar nicht mehr rein. Oh Gott, was ist jetzt los? Zombie im Doppelpack. Achso, naja, dran. Ist vor allem direkt vor mir. Und die haben mich gesehen. Ach du Scheiße. Ja, lauf! Lauf, Schlampe! Lauf, Schlampe, lauf! Wenigstens haben wir den Vorteil, dass die Zombies nicht schneller sind als wir. Ja, das stimmt. Also, ich muss mal hinterher rennen, um dich einzuholen, Reinhold. Echt? Ja. Lauf du mal vor, ich geb dir ein bisschen Vorsprung. Na gut, warte kurz. Na ja, komm. Blut dich? Nein, ich blut nicht. Alter, jetzt habe ich schon unter 10.000 Blut bloß noch. Ich bin auch nur bei 10.000 jetzt angekommen. 10.194. Verfolgt mich bloß ein Zombie? Trotzdem bin ich schneller als du. Er ist doch assi. Bisschen du. Hier, gleich neben dir. Da. Du hast eine Waffe. Oder kannst dran liegen, dass vielleicht mein Inventar voller ist als deins? Keine Ahnung. Okay, Fleisch schon eigentlich nicht so viel wiegen, oder? Kommt drauf an, wie viel. 4 Stück. Ne, 3. Du hast nee, auch noch. Ich glaube sowas mit Gewicht und langsamer werden, ich glaube sowas gibt es hier nicht. Also mit Waffen kenne ich das nur, wenn du eine Waffe hast, dass du langsamer bist ein bisschen. Wenn du so ein schweres MG oder so hast. Aber sonst weiß ich nicht. Ich komme schon. Du brauchst dir keine Sorgen um mich machen. Nicht gerade durchlaufen, das Wasser ist da zu tief. Wo? Hier. Ich glaube, das ist zu tief. Ja. Kannst hier rumlaufen. Hier, haut schon hin. Wo bist denn du? Ach, da hinten. Hey, warum finde ich denn bloß Müll hier? Ehrlich gesagt, wir finden gar nichts. Oh fuck, was habe ich jetzt ausgemacht? Ah, die Festplatte. Gut. Die Festplatte? Einfach mal die Festplatte ausgeschalten. Aber ist auch nicht schlimm. Also, ja, okay, essen, trinken müsste ich bald mal was haben. Haben wir ja zum Glück. Scheiße, ich brauch bald trinken und hab eine Stelle, das ist so kacke. Was wäre auch mal eine lustige Sache, wenn es in echt passieren würde, ne? Ein Zombie-Apokalypse. Das wäre richtig geil, Alter. Ich richtig sofort... geil vor allem. ich würde sofort bei mir hier in den nächsten Waffenladen rennen und mir ein paar Knarren holen. Ja. In den nächsten Waffenladen? Wo genau wohnst du nochmal, Reinhold? In Darmstadt. Ich bin tot. Wieso? Nee, Alter, da hat jemand mit einem MG auf mich geschossen oder so. Sicher? Alter!
Das ist ganz sicher. Das, der hat so schnell geschossen, das ist ja Wahnsinn. Alter, warum kriegt denn, warum renne ich? Welche kannst du eh rennen? Hier sind die Zombies irgendwie. Und hier ist noch nichts drin. Also ich renne jetzt weg wie ein Bekloppter. Ich habe so ein komisches Zeichen. Ich glaube, das heißt, dass ich erschrocken bin. Alter! Wie schnell hat er geschossen? Wo war er? Da, Reinhold, da hinten, als wir über das grüne Haus geredet haben, ne? Das Ach so. Da hinten meinte ich. Nee, ich meinte eins ganz da hinten, andere Seite. Ach so, naja, also hat er schon fast gestimmt mit dem Wald und dem Haus. Alter, verdammt, ihr müsst mir helfen. Ich brauche Blutkonserve, Bloodpacks, ich brauche Trinken, ich brauche Essen. Also brauchst du alles. Was du vor uns auch nicht bekommen könnt, tut mir leid. Alter, was ich hier gerade an der Aufnahme erlebe, habe ich noch nie im ganzen DayZ. Okay, so lange spiele ich noch nicht, aber mit Spieler erledigt und... Also man muss mich sagen, das Spiel ist geil. Ja. Das ist schon richtig geil. Ich hoffe, das bleibt so, dass Zombies in Gebäuden nicht rennen können. Wenn das geändert wird, dann sind, glaube ich, sehr viele sehr angearscht. Okay, das ist eigentlich auch voll gut gemacht, so dass die dann langsamer werden. Mike muss extra rennen, um mich einzuholen. Ja, ich weiß auch nicht. Das kommt mir doch vor. Nein, bei mir sieht's aus, als ob du so richtig kriegst. Drück mal die Shift-Taste. Dann laufe ich langsam. Ach so. Scheiße. Also ich bin jetzt schon in Slow Motion. Ich habe bloß noch 4 Schuss, ne? Wenn du jetzt rennst, bist du, glaube ich, langsamer als ich, oder? Du bist auch schneller. Sag mir bitte, wo ihr seid gerade. Kurz vor Tscherno. Oh, ihr seid noch gar nicht in Tscherno. Ne, wir sind jetzt bei Prigorski. Auf was wurde denn da vorhin auf mich geschossen, ey? Vielleicht auch mit was anderem. Ich guck nur nochmal, weil manchmal haben Zombies auch Essen und Trinken dabei. Das wäre jetzt echt praktisch. Ich weiß gar nicht, wie das läuft, wenn man durstig ist. Ich glaube, dann verliert man langsam wahrscheinlich Leben, so wird das sein. Bis jetzt hatte ich leider noch nicht. Ich weiß, wenn man Hunger hat, glaube ich, wird man ohnmächtig. Ohnmächtig? Ja. Ach, will ich trotzdem noch wiederfinden und dich versorgen. So habe ich das zumindest bei Dings mal gesehen, bei. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Irgendein YouTuber. Irgendeinem Englisch, nicht. Also ich bin jetzt gleich wieder in Tscherno, ne? Ja, du bist gleich in Tscherno? Oh ja. Ja, wir sind ja auch gleich da. Aber ich komme von der anderen Seite und ich werde zuerst zum Supermarkt gehen. Dann auch wahrscheinlich zum Arzt, wenn ich es soweit schaffe. Also in Tscherno... meine Kirche, würde ich mal sagen, oder? In Tscherno sind immer solche Ärsche unterwegs, ey, das ist... Hier gibt es... In Tscherno gibt es 2 Kirchen. Ich finde, das sollte... Ich würde das gar nicht so schlecht finden, wenn man in bestimmten Gebieten auf der Karte wirklich es verbietet... Obwohl Spielern, dass die schießen, das geht ja gar nicht. Ja, vergiss das. Ich wollte gerade sagen, dass die nicht schießen können, aber ich meine, Zombies ohne Zombies und ohne Spieler, die nicht schießen können, wäre ja auch ein bisschen langweilig. Ja. Ich dachte dann so nur Zombies und dann. Na ja, das wäre ebenfalls langweilig. Zumindest, dass nicht auf andere Spieler, dass kein PvP an ist. Ja, gut, aber das wäre ja dann. Da wäre ja der Reiz raus. Das kann man noch nicht machen. Tankstelle, bitte enttäusch mich nicht. So Spawn Protection zumindest, so 2 Minuten. 4 Minuten oder sowas, dass nicht getötet werden kannst. Ach, Seto ist schon an der Tankstelle. Ja. Wir sind ja auch gleich da, wir können eigentlich auf der Straße laufen. Ich hab schon das erste große Haus. Schon wieder Hölle Stoß. Ja, meins ist auch schon ganz dunkelrot. Nee. Ja, du hast ja nichts was zu trinken. Reinhold hat Bescheid, wenn du blinken sollte, ne? Jo. So hab ich jetzt den Tscherno. Ja. Ja, dann.